Ja, Herr Pacholle, das Mohrenlogo erhitzt die Gemüter schon seit 260 Jahren Familiengeschichte, aber halt in dem Fall nicht so heiß, wie es das die letzten Jahre getan hat. Jetzt wurde das Logo geändert. Vielleicht ein erstes Fazit von den ersten Monaten. Wie ist das Feedback? Wie schaut das erste Resümee aus nach der Änderung? Also wir sind prinzipiell mit der Umstellung sehr zufrieden. Die 2 Jahre Vorbereitungszeit, die wir investiert haben, waren wichtig, weil wir im Prinzip das Thema für verschiedenste Aspekte einfach betrachtet haben. Wie wir schon in unserer Diskussion eigentlich immer mitgekriegt haben, dass uns war eigentlich von Anfang an bewusst, dass wir keine Lösung finden, oder? Wo wir im Prinzip alle befrieden. Wir haben eine Lösung gesucht, die für uns als Brauerei passend ist, die für unsere Community, für unsere Kunden passt, die im Prinzip zeitgemäß ist. Und ja, das ist im Prinzip das Ergebnis, was wir jetzt momentan auf dem kleinen Spezial drauf haben und was im Prinzip jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf der anderen Produkte ebenfalls kommen wird. Kurt Fischer der Lustenauer Bürgermeister, hat das Logo in erster Instanz als Lippenbekenntnis bezeichnet. Jetzt gab es aber auch, abgesehen von dem Prozess, dass man den Mohrenkopf adaptiert hat, auch eine Lösung, dass man sich quasi auch den Namenszug und auch die Einzeldarstellung des Kopfes, dass man sich da ein bisschen flexibler zeigt. Wie kann man das verstehen? Auf welche Ansprüche geht man da ein? Vielleicht gerade auch im Sinne auch auf Sponsoren oder auch auf die Gastronomie? Also es ist im Prinzip relativ einfach, oder? Als der erste Shitstorm 2020 losgebrochen ist, war die Diskussion extrem emotional. Also es war eigentlich gar keine Diskussion mehr, sondern es war nur noch Emotionalität pur. Es sind verschiedene Lager, sind aneinander geraten und haben im Prinzip ihre Standpunkte zementiert. Und für uns war es eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich, zum ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das war dann eigentlich auch der Hintergrund für den Prozess, den wir gestartet haben, wo wir auf der einen Seite Vorarlberg befragt haben. Also wir haben insgesamt 2000 Interviews in der Vorarlberger Bevölkerung durchgeführt, wo wir abgeklärt haben, wie sieht jetzt der Vorarlberger, wie nimmt der Vorarlberger unser Logo wahr. Und auf der anderen Seite mit der Expertenrunde, wo es einfach darum gegangen ist, verschiedene Fachmeinungen zum Thema einholen. Und das hat sich dann dort relativ schnell herauskristallisiert, dass die Meinungen teilweise natürlich sehr, sehr weit auseinandergelegen sind. Und nachdem wir im Prinzip ja marktwirtschaftlich tätiges Unternehmen sind, das im Prinzip sich auf den Vorarlberger Biermarkt konzentriert, ist die Entscheidung dann schlussendlich so gefallen, wie es gefallen ist. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, auch in Form dieser Befragung. Das Mohrenbier ist ein sehr regionales Bier. Ich glaube, im Zuge dieser Befragung haben sich 90% der Befragten dafür ausgesprochen, dass es eigentlich sie weniger stört, dieses Logo an sich. Jetzt haben wir auch in dieser BRVA-Veranstaltung gehört, es ist ein Thema im Markt, im Vorarlberger Markt primär. Wie gehen Sie jetzt aber damit um? Denn die Hauptkritik kam aus Berlin oder auch aus Wien. Wie geht man damit um, wenn man das in Vorarlberg schon gar nicht mehr so ansieht, sage ich mal, als Vorarlberger, dass das auch rassistische Inhalte haben könnte, aber die Hauptkritik von außen kommt? Prinzipiell ist es so, dass ein Logo eigentlich per se nie gut oder böse ist. Es ist immer die Werte und die Inhalte, die in die Pflanze werden, gerne im Prinzip am Markt positionieren. Und in Vorarlberg ist es einfach so, dass ich sag, unser Logo einfach für das Vorarlberger Bier steht. Und das eigentlich schon seit 260 Jahren. Die Kritik aus Wien und auch, ich sag, aus Deutschland haben wir im Prinzip so versucht zum nachzukommen, dass wir die Leute zu einem Gespräch eingeladen haben. Das waren damals gerade die Starter dieses Shitstorms, junge Vorarlberger, die in Wien daheim sind, haben wir ihn zum Gespräch eingeladen. Sie sind auch gekommen, was uns natürlich sehr, sehr gefreut hat und haben für uns eigentlich ein sehr konstruktives Gespräch miteinander geführt. Die Grundthematik war, dass im Windschatten für diese Initialzündung auch ganz, ganz viel mitgezogen haben, die eigentlich nur destruktiv waren und eigentlich auch für Gespräche offen sind. Und dann tust du natürlich hier, oder? Weil in erster Linie brauchen wir unser Bier, dass es verbindet. Also der Bier soll immer verbindende Komponente haben. Und wenn ich sage, das Gegenüber natürlich keinerlei Anstand hat, zum sagen, du, ja,
lass uns ins Gespräch gehen, lass uns Standpunkte austunschen, dann wird das schwierig, oder? Und ich denke mir, am Ende des Tages macht sich unsere Gesellschaft diese Vielfalt aus und noch viele, viele Meinungen akzeptiert sind. Und es ist für uns nachvollziehbar, dass Leute sagen, okay, dieses Logo ist verletzend, vor allem wenn ich außerhalb von Radlberg bin und uns dort auch nie in See kommen mit diesem Logo, irgendwie versuchen, am amerikanischen Markt zu realisieren, weil wir einfach wissen, das hat eine ganz andere Geschichte als wie bei uns. Aber bei uns ist es im Prinzip ein Familienwappen, der ursprünglich aus dem Bregenzer Wald kommt und ist einfach ein Teil unserer Geschichte. Oder? Und wir haben jetzt einfach versucht, auch im Markenprozess ein zeitgemäß zu machen, so wie der wie das Logo eigentlich die letzten 260 Jahre immer wieder Anpassungen vorgenommen worden sind. Und das ist im Prinip der nächste Evolutionsschritt und es wird ein ganz sicher weiterer Schritt folgen. Vielleicht abschließend noch, auch angesprochen, Social Media war ein Riesenthema, Shitstorm auf Social Media. Gerade vor kurzem gab es auch wiederum dieses Instagram-Posting, wo auf diese Mohren-Plüsch-Figur Bezug genommen wurde, wo sie auch umgehend darauf reagiert haben. Das ist eine Kritik, die aus dem Land kommt. Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel auch im Rahmen vom Spielboden, der Spielboden hat sich den, glaube ich, vom Mohren verabschiedet. Wie geht man mit so einer Kritik um? Wie reagiert man darauf? Gerade wenn die Kritik nicht aus Wien oder aus Berlin kommt, sondern wirklich aus dem Heimmarkt. Im Prinzip ist es so, wir gehen mit der Kritik im Heimmarkt genau gleich aus, als wenn es von außerhalb von Radlberg kommt. Wir suchen das Gespräch. Ja, es ist jetzt, wie Sie ansprechen, das Thema Spielboden. Es ist eine Entscheidung für jeden Einzelnen, oder? Ich sage, mit was für einem Bier, dass er auf dem Weg geht, was er ausschenkt. Wir haben versucht, das Gespräch zu suchen. Ist aus verschiedenen Gründen jetzt nicht zustande gekommen. Ist die Sägen am Markt, wo einfach die freie Marktwirtschaft herrscht, zum Akzeptieren. Vielleicht allerletzte Frage auch noch angesprochen. Also ist der Mohrenkopf kein Betonkopf? Also könnte früher oder später vielleicht sogar der Mohrenkopf selber fallen? Es ist im Prinzip so, oder? Es ist das in der Diskussion immer vor, es wird das immer vorgeworfen, aber dass wir ewig gestrig sind, dass wir konservativ sind, keine Bewegung, uns nicht bewegen. Ich glaube, wir haben mit dem ganzen Markenprozess hier wohl gesagt, dass wir kein Betonköpfe sind, dass wir das Gespräch suchen. Und ich sage einfach die ganze Geschichte nach Kupfer-Adelberg mit Hausverstand zu machen. Was die Zukunft bringt, kann ich nicht sagen. Ich meine, es ist 260 Jahre Geschichte, haben uns vor Radlbergs erfolgreichsten Bier gemacht. Wir haben einen Marktanteil, der weit über 50% ist. Und wir werden den Weg weitergehen. Was in 10, 15, 20 Jahren ist, das weiß ich nicht. Wir haben jetzt einen Schritt gemacht. Dem werden weitere Schritte folgen. Und ja, schauen wir mal, was denn der Markt am Ende des Tages sieht.